Hey Leute, willkommen zurück zu Spellstern. Wir sind jetzt hier im nächsten Gildenkrieg, diesmal gegen Indigora France. Wir sind im Rang 10, was noch immer voll geil ist. Auch wenn man ehrlich sagen muss, der Guild War spinnt richtig hart rum. Wir sind jetzt zurzeit Rang 10, wie gesagt. Elite ist Rang 8. Sie haben letztens leider ein paar tausend Punkte gewonnen, leider. Leider, kann passieren. Aber das Matchmaking ist auch ganz komisch diesmal. Also, dieser War ist wirklich verbuggt. Heute am Morgen habe ich auch fast den War verschlafen. Also, ja. Aber nur fast. Also, ich habe gekämpft, aber. Alles nichts. Es läuft gerade alles nicht so rund. Aber wir sehen jetzt mal den nächsten Kampf an gegen Indigora. Wir sind sehr hart in Führung, muss ich sagen. 41 Leute angegriffen. 32. Okay, bin ja mal gespannt. Es sind noch 3 Stunden 30 Minuten. Wir werfen uns da jetzt auch mal rein. Starte ich hier mit dem wieder wahrscheinlich. Oh fuck. Vergeltung 8. Stirbt er. Hätte besser laufen können. Vergeltung 8 ist ziemlich ungeil. Oh, sehr schön. Einfach weggeblitzt. Nice, schon fertig. Sind schon fertig. Wir sind schon fertig. GG. Das war jetzt nicht schwer. 130. Muss ich fast eine Vulkanus starten? Nicht gut, nicht gut. Oh, er denkt, ich krieg sogar. So. Er kann sich jetzt an mich. Der Anfang war jetzt nicht wirklich gut, muss man sagen. War jetzt nicht gut. Irgendwie Tempo reinkriegen wieder. Ja, so kann es klappen. Vulkanus darf auch endlich wieder zuschlagen. Ja. Das hat wieder geklappt, Leute. GG. 128 leider nur. Schade, schade. Aber gewonnen, das ist das Wichtigste. Starten wir mit Asari. Ihr wisst ja, das ist heute der letzte Guildkampf, den ich euch zeigen kann. Morgen arbeite ich wieder lange. Das heißt dann, morgen werdet ihr das Endergebnis sehen, später am Abend. Also nach 19 Uhr kann ich das Video erst aufnehmen. Wenn der Guild War vorbei ist. Ich bin schon gespannt, wo wir diesmal landen. Wie gesagt, ein bisschen merkwürdiger Guild War, deswegen gibt es ja auch die Hardcore-Entschuldigung, dass die komplette nächste Woche ein Gold-Event ist. Tipp mal drauf, ab Montag, 19 Uhr. Die ganze Woche für jeden Scheiß, den man macht, doppelt Gold bekommen, ist schon geil. Freue ich mich schon sehr drauf, muss man sagen. Und das war schon wieder geworden, sehr schön. Ich starte mal mit. Muss eine Chaos-Karte legen, egal welche eigentlich. Jetzt kommt der aber dran. Kriegen wir Narix noch tot? Ich glaube leider nicht. Nee. Schade. Aber tötet sich selbst. Das war gut. Das war gut. Narix sich selbst umgebracht. Wunder. Auch weggeblitzt. Es läuft, Leute. Es läuft. GG. Ist diesmal irgendwie leichter, muss man sagen. Ist diesmal irgendwie leichter. Jetzt den, schnell. Den. Leider wird er überleben und hart Damage machen. Ja, aber er hat uns sogar weggeblitzt. Boomstick ist wirklich eine geile Karte zur Zeit. Aber der Seafolk BG kommt ja bald. Sehr schön, auch gewonnen. Das Video wird heute nicht so lange sein. So, den knallen wir weg. Den knallen wir mit dem weg. Sehr schön. Blitz 8. Oh, kann man auch machen. Finde auch Blitz alle besser. Oder eine Lebensrune. Aber Blitz 8 kann man sich auch machen. Jetzt haben wir hier einen. Oh, mit Legend Lebensrune. Sehr schön. Atlas. Sind zwar noch nicht so die härtesten Gegner, muss ich sagen. Bis jetzt. Hat es uns nicht wirklich interessiert, was die spielen. Scheint nicht so die Hardcore-Gilde zu sein. Sagt der und verlor.
Nochmal den. Dann können wir Asari töten. Ja, sehr schön. Knapp, aber schön. Die Karte ist auch geil, muss ich sagen. Habe ich ja auch. Aber ich spiele lieber schnelle Karten. Seht ihr, es funktioniert einwandfrei. Jetzt ist schon egal, was wir spielen. Und komm, 130, sehr schön. Läuft so. Statt gerne mit Shadow Flame hier, muss ich sagen, meine Verhexen, das ist nicht gut. Ich hoffe, das regelt das. Ja, hat leider unseren Shadow Flame geschwächt. Ja, war jetzt nicht so gut. Aber schon wieder mal GG. Das kann er nicht irgendwie noch gewinnen. Das sind ja einfache Kämpfe heute. Also, bis jetzt waren irgendwie Spiele drin, die Elite, die schwerst. Für die ganze Gilde, also nicht für mich, jetzt für die ganze Gilde gesehen, waren das die schwersten. Atlas gefällt mir jetzt gar nicht. Auf den kriegt man irgendwie noch. Auch schön geblitzt, ja. Quiti, perfekt mit der Rune, genau das will ich auch haben. Ja, okay, Atlas weg, locker. Ein Deck hat einfach zu viel Blitze. Nochmal 130. Sehr schön. Sehr schön. Also, zwar den Kampf sollten wir locker gewinnen. Fast 40.000 Punkte schon. Ziemlich nice. Aktualisiert leider erst alle 5 Minuten, wie gesagt. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ah, Platz 8 bei uns nur. Dark is One geht hart ab. Was nächstes bekommen ist halt die Frage, ne? Dann kriegen wir als nächstes. Aber Platz 10 ist halt schon mega geil. Also wenn wir so Top 10 bleiben bis zum Ende, sind nochmal 24 Stunden. Also nach diesem War noch einer am Abend, einer morgen Vormittag und einer morgen Nachmittag. Drei Wars kommen morgen noch. Also kommen insgesamt noch. Drei Wars kommen noch. Den sollten wir ja gewinnen. Und dann, ja, wäre ziemlich geil. Wir suchen auf jeden Fall noch neue Leute für nach den Guild War. Wenn ihr euch bei den Wehrassen bewerben wollt, ab PvP Rang 17, 18. Pay to win bevorzugt. Oder ihr spielt schon sehr lange Spellstone. Free to play. Und ja, schreibt dazu euren, wo ihr in der Arena seid, welche Division. Wie es bei euch so im Guild Lore läuft und so weiter. Und ja, könnt ihr euch immer bei uns bewerben. Und wir nehmen dann in 27 Stunden und 24 Minuten neue Wehrhasen auf. Also Leute, bewerbt euch. Bewerbt euch. Gewinnen würden wir hier bis 4 Rang. Von 4 bis Rang 10, diese Belohnung wäre okay. Die Guild War Belohnungen sind dann nie wirklich gut. Aber hier geht es mehr ums Prestige. Deswegen mit Rang 10 wäre man schon sehr zufrieden. Im letzten Guild War waren wir. Guild War 21. Das sollten wir diesmal hoffentlich locker überbieten. Diesmal im Placement 12 und letztes Mal im Platz 10. Das ist schon geil. Bin gespannt. Im letzten Guild Clash waren wir Platz 19. War auch nicht schlecht. Na, ich bin gespannt, wo wir landen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, zu den Werten zu kommen, bewerbt euch sehr gerne bei uns. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Viel Spaß, haut rein und ciao.